Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Thirsty's World, wieder mal bei World of Tanks im Gefechtsmodus zusammen mit Blechgurke. Und ja, ich werde jetzt mal eben meinen Panzer nehmen. Dann bin ich bereit. Okay, sollen wir losgehen? Aha. Okay. Alles klar, dann geht's jetzt los. Musst du nur noch einen Panzer nehmen, ja, wunderbar. Dann los geht's. So, ab ins Gefecht. Bam, 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 bum, bum. Heute ist mal wieder ein bisschen lustig. Das dauert aber. Oh. Oh. Nee, doch nicht. Naja. Ich dachte schon. Aha. Also, ich spiele wieder zusammen mit Rax Maximilian. Zusammen diesmal mit Blechgurke. Mit Rax Maximilian, PJ169, Wedeco, Tricol. Da bin ich, Brutus 5000, Blechgurke, der Partner, mit dem ich jetzt zusammenspiele. Sein Bruder ist momentan nicht online. Dann Hopsa, Streikigel, Herons, Lambox, Max, Mia, Zack, Mac, Negre, Quick, Remo 0567 gegen Harakiri. Ja, das verstehe ich. Iva Soko, Pink 2, Charlie, CZ, Kere Xeni, um Gottes Willen 94, Testament, Lord Taps, Atypi, 11, Stello 22, Beto 207, Sybu, Gamer und so weiter und so weiter. Und los geht's! Los geht's! Ja, und ich sehe gerade, du hast wieder ein Let's Play von Patricia 4 rausgebracht. Genau, diesem spannungsgeladenen Hoch. Qualifizierten, wunderbaren Superspiel. Also es bringt mich immer an den Rande der Verzweiflung. Also ich bin immer nervlich total fertig, wenn ich dafür was spiele. Das ist viel zu aufregend für mich. Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber okay. Ach, nur eine kleine Wirtschaftssimulation, sowas so. Aber du machst davon Displays, aber machst. Nein, mach ich nicht, um Gottes Willen. Nur hier bei dem Let's Play. Nein, das ist wunderbar hier. Ich liebe World of Tanks und die Landschaft ist bezaubernd. Ist ein bisschen schade, man kann sie nicht immer so gut genießen. Das ist ein bisschen schade. Man hat ja noch zwischendurch ein bisschen was zu tun. So. Meine gut, es sei denn, man ist natürlich... Dafür, dass es kostenlos ist, ist die Frage. Ja, gut. Ja, ne? Kann man sich nicht beschweren. Also eine tolle Grafik. Ja, und ich stehe hier mal wieder wie Hänschen doof von der Gasanstalt, aber das ist ja üppig, dass ich so hier stehe. Oh, da steht ein ganz großer. Oh, Moment. Thorsten Helge Scholz, Arthur. Die Position ist völlig falsch. Du bist ein Heavy, du musst vorfahren. Ja, ich merke das schon gerade. Du stehst immer falsch. Nicht immer, aber immer öfter. Jetzt enttarne ich uns mal kurz. Naja, ist ja auch egal, ob du hier stirbst oder nach vorne. Ne, 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 ne. Nicht frech werden. Ne, mach ich nicht. Um Gottes Willen, jetzt habe ich mich wieder vertan. Oh, yeah. Na bitte, wer sagt's denn? So ein bisschen rein bin ich ja doch gefahren. Aha. Und mal wieder nix. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hier wird aber richtig geballert. Sieht schon wieder nach einer Niederlage aus. Ja, leider. Ja, nun komm doch. Feigling. Komm. Ja, aber mach da nicht. Mach da wieder nicht. Verrundet.
Von wem hast du da Schaden bekommen? Keine Ahnung. Sehr wahrscheinlich sind oben wieder welche durchgefahren oder so. Seeschlitze wieder frei. Haltet die Augen auf. So, das heißt Play. Das erste Gefecht ist keine Niederlage. Aber Anfang. Meine Güte, Leute, was habt ihr denn mit mir? Und man hört im Hintergrund schon wieder, wie man auf dich ballert. Ja, und fragen die nach Sonnenschein. Ich werde hier richtig von allen auseinandergenommen. Das war's für uns. Aber so eine derbe Niederlage, mein Lieber. Ja, und dann mal schon wieder weg. Okay, meine Güte, das gibt's ja schon gar nicht mehr. Mann, du hast aber auch ein Pech, ne? Wir haben aber auch ein Pech. Ja, so ist das im Leben. Aber jetzt sammeln sie sich alle. Oh, oh. Ja, vereint und dann hat man gar keinen Zorn. Ja, ja. Ach du meine Güte. Und gerade dann, wenn man Glück mit dem Matchmaking hat, wird es so eine Scheißrunde. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, was willst du machen? Dann. Egal, ich mach jetzt einfach Kamikaze. Ja, bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Ach du meine Güte. Boah. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, dann zurück zur Garage. Ja, was will man mehr? Ein Spiel mal wieder. Unsere Artillerie schnetzelt die jetzt noch alle weg. Ja, das glaube ich ja nicht so ganz. Hüste. Das glaube ich nicht so ganz, dass die das noch schafft. Und eine Niederlage, jawohl. Ach ja, so ist das. Dann wenigstens mit dem KV-1 wieder reingehen, mit meinem kleinen Lieblings. Was für ein Wunder, null Schaden. So muss das ja auch sein. Aber was will man machen? Ja, ja, was will man machen? So, und ab ins nächste Gefecht. Ein neuer Panzer. Uiuiuiuiuiuiui. Gestern reduziert, noch gekauft. Ja, das ist gut. Das ist gut. Deswegen wollte ich ja das Paket, aber naja. Ach ja, so ist das. Ja, ich glaube, im Moment sind die Chinesen noch untergesetzt und demnächst sind noch die Japaner untergesetzt und dann ist dieses Special dann auch vorbei. Ja, ja, genau. Das ist das Blöde. Ach ja. Also beeil dich, wenn du noch irgendeinen Panzer, Premium-Panzer haben willst, die untergesetzt, dann würde ich jetzt noch zugreifen. Ja. So, jetzt mal gucken. Ach ja, wir spielen zusammen mit Matrio, Diablo, Sabir, Terror, Schnitzel, Peppol, 828, Wakjaf, Javi, Tank, Miras, Mufki, Movik, Lex 30 gegen Lex 30 TZ, EP, Peanut 71, Richie 610 gegen Vale 9 Pro, Gramma, Marek 09, Dido, Nothing, Susakle, Faris, Bumas, Jäger, Iron Wright, Brennip, Gisso, Substrat, Dracula, Tequilita und Ghost Knight. Oder so. So, ich habe jetzt erstmal angesagt, gegen wen und mit wem wir spielen. Jetzt geht's wieder los. Na, aber sie folgen uns wenigstens. Kanone. Ja, die ist nicht schlecht, aber sie folgen uns wenigstens. Das sind nicht die Noobs, die dann wieder an der Basis stehen bleiben. Das ist ja auch so oft. Na, doch. Also eigentlich, wenn man es ganz gut, also wenn man es
vorwegnimmt, dann sind das keine Noobs, weil unser Auftrag ist es, die Basis zu beschützen, das heißt zu verteidigen und nicht anzugreifen. Ja, aber trotzdem, wenn ihr hier... Es heißt zwar Angriff, aber eigentlich haben wir nur zu verteidigen. Ja, aber wenn du nur verteidigst, kannst du auch schnell weggeschnetzelt werden. Das ist das Problem. Strategischer Angriff ist gar nicht so schlecht. Und ein strategischer Rückzug. Es sollte eigentlich immer ein paar Leute geben, die vorfahren. Weil wenn alle campen, dann kann das ja gar nichts werden. Es muss ja irgendjemand geben, der ein paar gegnerische Panzer ausbottet. Richtig. Zum Glück gibt es Leute wie dich. Ja, die brutal vorne wegfahren und dann wieder gleich erschossen werden. Richtig. Hier, diesen Shito, da kannst du mithelfen. Ich glaube, den kriegst du mit einem Schussblatt. Ich versuch's. Ach, den hast du... Oh! Wer hat den da jetzt wieder? Oh! Junge! Der M6 hat noch nicht die bessere Kanone. Nein, ich seh's. Oh, ich bin zu weit vorausgefahren. Upsi! Der hatte die Trollkanone drauf. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das muss wehtun. Siehste? Wir haben sie böse erwischt, ja. Du hast zwei Abfahrer beim eigenen Panzer gerade gehabt. Und jetzt bin ich weg. Ja, ja, jetzt hat er nämlich mit Gold geschossen. Ja. Ach, er hat mit Gold geschossen. Oh, ja, das ist ja böse. Ja, sonst wäre er da nicht durchgekommen. Nö, ich habe mich schon gewundert. Der hat nur 100%. Normalerweise wäre er weg gewesen. Naja. Und mal wieder raus. Das war's. Ja, was will man machen? Da schießt er einfach mit Goldmunition. Also so ein Lumpmund. Schießt einfach mit Goldmunition. Also wirklich. So, weiter geht's. Ins nächste Gefecht. Und zusammen mit Adriano 222, Waffrun, Magda 45, Pepe 2, Keeper of the Spoons, Bis, Big Song, Bauer, Grabglock, Justni, dann wir beide, dann Mix Klippig, dann Bernhard 61, dann Joska Gerevek und Alex gegen Artum, ja, Moment, ja, Romko oder so, Gaio 8, Michu 79, Ziritz, Brils, Alex 11, Alphonse Wovat, Walchala. Okay, Stufe 7 ist ja noch okay, aber Stufe 8, naja. Ja, wie immer. Geiers wilder Haufen, Gandalf, Subulavigi und Okaf. Und uns fehlen mal wieder die Stufe 9 Panzer. Oh! Ja, wir wollen ja... Wie immer. Ja, wir wollen ja sterben, so schnell wie möglich. So, Blechburg hat gerade gesagt... Wo du schon dabei bist, Stufe 10 fehlt auch noch. Ja, und Stufe 12, das sind ja die Superpanzer. Ja. Stufe 13, 14 und 15, ja gut, die gibt es ja dann nicht mehr, aber egal. Stufe 12 ja glaube ich auch nicht mehr. Nee, gibt ja nur noch Stufe 10, aber naja, was soll's. Phantompanzer Stufe 12. Also, okay.
Und ich fahre. Es gibt keine Stufe 12 Panzer. Ich weiß. Gibt nur den Phantompanzer Stufe 33. Genauso wenig gibt es Telefonzellenmörder. Naja, macht ja nix. Trotzdem bin ich Telefonzellenmörder. Und zwar Stufe 1. Mann, ist nur Abenddampel. Das muss doch sein. Ja? Ich würde auch mal gerne fragen, mordet ihr eigentlich auch so gerne Telefonzellen mit euren Panzern? Ne? Und sollte das nicht mal so ein paar Zusatzpunkte geben oder so ein paar Extrapunkte, ne, wenn man so ein paar Telefonzellen platt gemacht hat? Ne? Das wär's doch mal. Wettbewerb, wer macht die meisten Telefonzellen platt? Ne? Also Zusatzevents könnten sie ja auch mal machen. Aber egal. Jedenfalls, oh, neben mir ist wieder ein Tischer. Ein T-I-G-E-R, ein Tischer. Oh, mit meinem 7 km/h flachsel ich hier den Berg hoch. Ja, ich bin noch besser, ich bin mit 5 gerade unterwegs. Oh nee, jetzt bin ich auf 8. 9! Ah, da wird immer besser. Gleich schalte ich meinen Turbo ein. Puff, dann springe ich über die Bergspitze. Naja, oder so. Aber den Event, ich glaube, das haben sie ja bei World of Tanks schon gemacht. Was ist euer Lieblingspanzer? Könnt ihr auch nochmal gerne sagen. Hier, was ist eigentlich mein Lieblingspanzer? Also welchen Panzer, mit welchem Panzer fahre ich am liebsten durch die Gegend? Oh, Hilfe. Meine Güte. Ich suche jetzt verzweifelt. Ja, der ist es hier. Vielleicht nicht so ganz clever, aber das gibt hier wenigstens dann. Ach du meine Güte. Der dreht sich jetzt gleich. Jetzt werde ich beschossen hier. Und ich habe wieder meine 23 Sekunden Ladezeit. Und grün bitte, jawohl. Wir haben sie. Achso, das ist dann Stufe 8 Panzer sehr wahrscheinlich. Böses Spiel. Jo, das ist eine Stufe 8, oder? Ne, Stufe 7. Ja, ist eine Stufe 8 Premium-Panzer. Nee, also hier Michi Dingsbums ist, glaube ich, Stufe 7 steht da hier, oder? Michu 9, nee, Stufe 8 Premium. Oh, jo. Naja, der... Kostet ungefähr 27 Euro. Jetzt gibt's den, glaube ich, gar nicht mehr. Junge, gemein. Achso, wir sind beide sowieso schon wieder weg. Hm, wie immer. Also nicht wie immer, ja, aber... Ja, in die Garage, wie immer. Jo. Ab in die Garage, jawohl, zurück zur Garage. Na bitte, wer sagt's denn? Aber ich habe 1500 Schaden gemacht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich, aber mal sehen. So, ich gehe mit meiner SU-100 rein. Muss ja auch mal sein, die kleine SU. Die SU. Und dann ist das hier das... Warte mal, letzte Let's Play. Ja, genau. Und ab ins Gefecht, genau. So. Und das ist jetzt hier auch das letzte Gefecht. Ne? Wir spielen zusammen mit Adam, Satzda, Rutko 10, Harrisee, Hainu 977, Big Boss, Sport 1213, ja. Strunk, Fazanatas, Zockey, RM Stewart, Jan Krasinski, Guna 21, TGU, gegen Buggies, Michu 2A, Gnostik, Atheist, Ufregas oder Utrevegas, Bombov Missik, Akinium 17, Trag 0207, Slavek 041, Goldstein 1, Randall oder Pradal, dann Gustlik 268,
Los Ventures Savic 91 Panam 2013 Bolshevik Factory Nummer 232. Ja, und dann geht's wieder los. Los geht's. Los geht's. Das ist mal auch schon. Lass uns doch mal keiner gefolgt. Nö, hier genau dasselbe wieder. Doch einer fährt mit uns mit. Nein, der ist abgebogen. Das ist ein Scout. Ja, dann sind wir wieder ganz alleine. Super. Kommt doch Freude auf. Ja, dann weiß ich, wo wir sind. Komm einfach mit. Okidoki. Ja, jetzt können wir ja nur Verteidigung machen. Jetzt ist ja Angriff, ist ja dann sinnlos. Ach, ich glaube, jetzt folgen uns doch welche. Guck mal hinter uns. Jo, die beiden. Doch, die kommen mit. Jo, die beiden kommen mit. Oh. Da haben wir unseren Kunden Nummer 1. Ja, wollen wir mal hoffen. Der ging nicht durch. Und Nummer 2 gleich im Erfolg dahinter. Oh, oh. Nee, das war's. Ich wurde in den Teamkill, das gibt's ja gar nicht. Ja, hier sind aber mehrere. Siehst du, ach du Heiliger. Ich bin übrigens auch weg. Der KV4 aus unserem Team hat mich zerstört. Was ist das denn für ein Fall? Naja, was wir machen. Ich wurde wenigstens von. Oder wurde ich auch von dem? Nee, ich wurde von anderen getroffen. Hoffe ich mal. So, und mal wieder raus. Das war's dann auch. Hier mit dem Let's Play, hier bei Thirsty's World. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut von mir und Blechgurke. Tschüss. Sag nochmal Tschüss, Blechgurke. Und Tschüss.